Ja, Wieland, guten Mike. Morgen, Moin. An dich, wo auch immer du gerade bist. Hamburg. In Hamburg, also quasi zu Hause. Ja, schön, dich heute hier dabei zu haben. Ich hoffe, bei dir passt auch alles soweit und du wirst unseren Händlern jetzt sozusagen so ein bisschen mal zeigen, was dein Leitfaden zur Balance im Trading ist, weil... Absolut. Das ist ja extrem wichtig, ja, dass man im Trading eine Balance hat, weil es ist ein Teil unseres Lebens. Und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Es sollte nicht der Hauptsinn in unserem Leben sein, dass man dann keine Freunde mehr hat, keine Hobbys mehr hat. Dann fehlt dem Leben auch an Qualität. Da brauchen wir eine Balance. Und ja, da spiele ich den Ball jetzt einfach mal an dich rüber, Wieland. Leg los, erzähl ein bisschen was. Schon gefangen, den Ball sozusagen, lieber Mike. Und ja, es ist ein großes Vergnügen, dass ich hier mit dabei sein kann. Vielen Dank, Tickmill, für die Einladung. Bin natürlich wirklich für mich sehr geehrt. Sind tolle Kollegen mit dabei. Der Mike hat schon einiges erzählt in dem Sinne. Tatsächlich, diese psychische Komponente, die ist einfach unerlässlich. Und das ist natürlich auch so ein Punkt. Und deshalb eben das Thema, über das wir reden wollen. Trade like a boss. Ich meine, der Titel allein ist ja schon, ja, ich sag mal, sehr catchy in dem Sinne. Aber da sehe ich die Frage, die richtige Balance im Trading, wie finde ich die überhaupt? Also es ist jetzt kein Zeitmanagement-Kurs, über den wir hier reden, sondern es ist im Endeffekt so ein bisschen auch Selbstmanagement, über das ich hier mit Ihnen und euch, ich duze einfach mal, denn wir sind am Ende alles Kollegen, egal ob wir gerade eben angefangen haben oder schon seit 85 Jahren dabei sind, wir sind ja immer alles Kollegen, deshalb oder Kollegen erlaube ich mir auch entsprechend zu duzen. Die Thematik Trade like a Boss, was steckt dahinter? Im Endeffekt, wer ist denn der Boss? Das ist natürlich der, der an der Spitze steht, der auch das Sagen hat. Jetzt sind wir ja Trader, wir sind ja für uns selber alleine verantwortlich und idealerweise haben wir auch selbst das Sagen über das, was wir letzten Endes machen. Schwer genug, offen gesagt. Bevor wir reinsteigen, natürlich, es gibt den Risikohinweis, kennt ihr auch. Ich stelle persönlich nochmal zwei Dinge in den Vordergrund. Zum einen natürlich, das ist ein Impulsvortrag in dem Sinne, um Impulse zu setzen, die Dinge auch für sich nochmal selbst auch zu hinterfragen. Ist es so richtig, wie ich handle oder will ich irgendwie anders daran gehen? Ja, damit wir da dementsprechend halt auch immer für uns passend handeln und deshalb, ne, trade like a boss in dem Sinne. Und zweiter Punkt, wenn ihr handelt, bitte macht euch bewusst, ihr handelt auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr, denn ihr seht hier unten auch 75% der Konten verlieren Geld. Das ist eine ganz normale Standard-Durchschnittszahl. Das kann ich zumindest so bestätigen von vielen, vielen anderen Brokern eben auch. Ja, und dementsprechend achtet auf euer Risikomanagement. Verlust ist das eine, gravierende Verlust ist halt das andere. Ne? Deshalb achtet unbedingt darauf, ne, dass ihr eben auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr handelt und haltet euer Risiko entsprechend gering. Risiko ist im Endeffekt auch das Stichwort. Hier bin ich, ihr seht mich schon ein bisschen hier in der Kamera. Ich habe mal mit, mal mehr, mal weniger im Bart und hier ist es ohne. Und ihr kennt vielleicht meine Bücher Risiko Money Management und 55 Gründe Trader zu werden. Beides sehr, sehr, finde ich, erfolgreiche Bücher, aber vor allem auch viele Bücher, die Bücher mit viel, viel Herzblut und viel persönlicher Erfahrung. Deshalb, wenn ihr da Spaß dran habt, lest gerne mal rein. Ja, was gibt es über mich zu wissen? Ich habe jetzt mal nachgezählt, es ist das 9. Jahr in Folge, dass ich jetzt bei der World of Trading mit dabei bin. Freue mich natürlich unendlich drüber. Ich bin im Vorstand der VTAD, hier die Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands. Kann ich euch und will ich natürlich auch gerne ans Herz legen. Vielleicht kennt ihr auch meine Artikel im Traders Magazin. Da bin ich jetzt ja monatlich aktuell mit einem Editorial für meinen Podcast. Komme ich dann darauf zu sprechen. Ich habe selbst eine Online-Konferenz durchgeführt für die International Federation of Technical Analysts und bin auch Präsident der IFTA, der International Federation of Technical Analysts. Und ich habe die Zertifizierung zum CFTI abgelegt und dementsprechend wurde ich auf Herz und Nieren geprüft, nicht nur vom Markt, sondern auch von anderen Kollegen, die wissen, worauf es ankommt. Also soweit zu mir und ich will euch noch auf meinem Podcast aufmerksam machen. Da ist auch der, gar nicht so lange her, der liebe Mike mit dabei gewesen. Der Vorteil hier an der Online-Konferenz oder an Online ist, ihr könnt direkt jetzt diesen Barcode einscannen, den QR-Code einscannen und euch den Podcast schon mal anschauen. Na, natürlich erst ab übermorgen, ab Samstag, jetzt läuft er noch WOT. Ne? Aber der ist dann auf jeden Fall für euch bereit. Könnt ihr dann reinhören. So, also genug der Worte zum Vorspiel sozusagen. Und ja, wir schauen uns einfach mal an. Trading,
ja, worum geht es denn da eigentlich? Worum geht es wirklich im Trading? Ich weiß, was euch durch den Kopf geht, ja, wir ja Geld verdienen. Stimmt, wollen wir auch. Aber ist es das eben tatsächlich? Ja, also, da gibt es ja Vorstellungen und es gibt Erwartungen. Es gibt natürlich die eigenen Vorstellungen, klar. Es gibt aber auch natürlich die Erwartungen, Vorstellungen der anderen. Und die müssen nicht immer gleich sein. Also, womit werden wir denn konfrontiert, wenn wir sagen, hey, ich will Trader werden? Erste Idee, Wohlstand und Reichtum, oder? Mal unter uns, ja, schneller Erfolg. Ihr kennt sie, ja, diese ganzen Anzeigen, die so durchs Netz laufen. Ja, die schlanke, tiefe Sportwagenausführung in irgendwelchen fancy Farben. Schneller Erfolg, schnelles Geld und nichts zu tun. Trading aus der Hängematte heraus. Ja, wer kennt das nicht? Was sagt denn unser Umfeld dann dazu? Unser Umfeld sagt natürlich eins. Kannst du überhaupt davon leben? Das ist doch gar nichts Richtiges. Hast du da keinen Chef? Dafür musst du doch studiert haben. Oder dafür musst du doch viel Geld haben. Der Markt ist ganz schön gestiegen oder gefallen. Da hast du doch sicher eine Menge Geld gemacht. Oder verloren. Ja, je nachdem. Ey, keine Ahnung, was du da machst. Such dir doch mal endlich einen richtigen, anständigen Job. Ja, vielleicht kennt ihr Aussagen wie diese. Und tatsächlich in der Realität sieht es ja oftmals völlig anders aus. Ja, statt also den Wohlstand und Reichtum, womit müssen wir leben? Rückschläge und Drawdowns. Statt langsam oder statt schnellem Erfolg, langsame Schritte in die richtige Richtung. Und das ist dann oftmals so, dass wir zwei Schritte vormachen, einen zurück. Manchmal aber auch umgekehrt. Ein vor und zwei zurück. Und statt mal easygoing Hängematte, was stellt sich heraus? Harte Arbeit und unzählige Stunden ohne Bezahlung. Und da rede ich nicht über ein Ehrenamt, sondern ich rede darüber, dass ihr tatsächlich euch ja auch vorbereiten müsst. Ihr müsst ja lernen. Ja, bezahlt euch jetzt jemand hier fürs Zuschauen? Nein. So, und deshalb alles das ohne Bezahlung. Und wenn ihr den ganzen Tag und die ganze Messe hier seid, kostet das zwar kein Geld, aber ihr verdient im Zweifelsfall auch keins. Ihr informiert euch und ihr bildet euch weiter. Und das ist halt die bittere Realität. Ja, bitter in dem Sinne, dass es eben doch nicht so einfach ist mit dem schnellen Erfolg. Ja, und was sagt dann das Umfeld? Ey, ich hab's doch gleich gesagt, dass es nichts ist. Du kannst mit der Verantwortung überhaupt nicht umgehen. Ja? Oder Schuster, bleib bei deinem Leisten. Das ist eben doch nur was für Profis und für Haifische. Aber ganz ehrlich, wieso hast du da kein Geld verdient? Der Markt ist doch gestiegen. Ich dachte, du bist Trader. Wie lange soll das denn noch so gehen? Ja? Vielleicht kennt ihr das. Und dann ist natürlich immer auch hier der Punkt und die Frage, wie lange wollen wir uns das anhören, bis wir aufgeben, bis wir dann sagen, nee, ihr habt ja auch recht. Und dann nehmen wir die Karte vom Tisch und sagen uns, okay, dann höre ich eben auf mit dem Trading. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und das ist die Situation, die wir natürlich immer da draußen erleben. Und vielleicht kennt ihr auch selber diese Fragen. Will ich das eben wirklich machen? Und kann ich mich diesem auch aussetzen? Denn tatsächlich, nach meiner persönlichen Erfahrung, und wahrscheinlich werden das viele von euch bestätigen, dass mit dem Trading Erfolg ist eben nichts, was von heute auf morgen kommt. Warum? Weil wir uns eben selber erstmal da reinfinden und da reinarbeiten müssen. Ich sage, Trading ist hochgradig individuell. Denn wir müssen uns ja auswählen, wir müssen wählen zwischen unzähligen Strategien, Methoden, Techniken, Hilfsmitteln, Indikatoren, Oszillatoren, Philosophien, Herangehensweisen, Märkten, Produkten, Aus- und Weiterbildung und Vorbildern. Warum Vorbilder? Weil wir uns natürlich immer an Menschen orientieren müssen. Lebende oder vielleicht auch fiktive, Gegenwart oder Vergangenheit, die in gewissen Situationen so handeln, gehandelt haben, wie wir das wollen. Vielleicht aber selber nicht in der Lage sind. So, um selber mir auch die Frage zu stellen, wie würde Trader ABC reagieren? Wie würde Larry Williams diesen Trade machen beispielsweise? Und dafür brauchen wir Vorbilder, um uns an anderen Menschen zu orientieren. So, und Trading ist in dem Sinne auch individuell, dass wir natürlich aus all diesen ganzen Sachen, Strategien, Methoden, Technik und so weiter und so fort, halt für uns das raussuchen müssen, was für uns wirklich passt. Ja, jetzt gehen wir in den Winter, ja, kommen wir irgendwann wieder mit Handschuhen. Und Trading ist etwas, das passen muss wie ein Handschuh. Richtig maßgeschneidert förmlich, ja. Was genau für uns funktioniert. Warum? In dem Moment, wo wir nicht eine passende Lösung für unser eigenes Trading gefunden haben,
wir im Endeffekt immer Gefahr laufen, vom einen zum anderen zu hüpfen, keine Konsistenz da rein zu bekommen und damit auch nie ein Vertrauen aufbauen zu können in das, was wir machen. Und wenn wir schon kein Vertrauen aufbauen können, wie sollen dann die anderen das, die uns beobachten, ja, unser Umfeld, Vertrauen aufbauen und sagen, hey, du tradest wie ein Boss. Ja, sondern stattdessen hören wir dann, hey, such doch mal einen ordentlichen Job, dann verdienst du wenigstens Geld. Ja, und deshalb müssen wir uns genau überlegen, was will ich im Trading überhaupt machen? Ja, und deshalb die Frage, wie soll ich die für mich richtige Kombination aus all diesen ganzen Möglichkeiten rausfinden? Das ist die Frage, die uns am Anfang mit Sicherheit aber auch noch einen längeren Zeitraum beschäftigen wird. Und ich bin mir sicher, ihr schaut euch viele Vorträge an und es ist auch richtig so. Und danach werdet ihr euch die Frage stellen, okay, was heißt das jetzt für mich und was mache ich jetzt mit diesen ganzen Informationen? Will ich jetzt kurz- oder langfristig handeln? Will ich dieses Produkt oder jenes Produkt handeln? Will ich zu dem oder zu dem? Was mache ich? Und das ist ja die Frage aller Fragen, die wir ja auch letzten Endes zu beantworten haben. Und wenn wir über Erfolg reden, dann lasst uns mal überlegen, was bedeutet Erfolg im Trading eigentlich? Was ist eigentlich Erfolg? Ja, woran messen wir das denn überhaupt? Ja, es wird ja ganz schnell mit diesem ganz, ganz großen finanziellen Erfolg gleichgesetzt. Ja, ich meine, wie oft höre ich die Frage, ja, Wiener, bist du doch Trader? Bist du schon Millionär? Ja? Vielleicht kriegt ihr diese Frage auch zu hören. Nur, ist das wirklich die Definition von Erfolg, von Trading-Erfolg? Ist es wirklich, geht es da um das Bankkonto? Geht es darum, dass ich irgendwie mit dem Geld um mich werfe, dass ich irgendwie die große Karre fahre, dass die Uhr irgendwie immer größer wird? Oder geht es um ganz was anderes? Kann ich euch nicht sagen. Muss jeder für sich selber eben auch festlegen. Denn Erfolg im Trading können wir zum Beispiel bemessen mit mehr Freizeit. Hey, ich arbeite praktisch gar nicht, weil ich irgendwie eine Strategie fahre. Da muss ich eine Stunde in der Woche mal drauf gucken und dann war es das. Mehr Freizeit. Konstanter Vermögensaufbau. Kann zum Beispiel sein, dass ihr sagt, nee, ich mache Trading nebenbei. Ich habe hier einen Job, da verdiene ich ordentlich. Von dem Geld lebe ich. Von dem Geld lebe ich auch gut, aber es reicht eben nicht, um was zur Seite zu legen. Und ich will das vielleicht auch gar nicht, weil einfach das Leben viele Möglichkeiten bietet. Ich will die auch ausschöpfen. Dann ist Trading vielleicht eine Möglichkeit, um einfach konstant Vermögen aufzubauen. Ist das Erfolg? Wer weiß, musst du definieren. Regelmäßiges Einkommen. Zusätzlich oder eben, können wir zusammennehmen, zusätzlich oder eben alleiniges Einkommen. Nur dann ist es eine andere Idee. Es ist eine andere Geschichte, ob du tradest im Sinne von, ich brauche ein Einkommenstrading, dann bist du nämlich Intraday-Trader, oder ich brauche das zum Vermögensaufbau. Da musst du nicht unbedingt Intraday handeln, das wäre sogar kontraproduktiv, sondern dann geht es eher um langfristigere Themen oder zumindest mittelfristigere Themen. Da geht es eher um andere Ansätze, andere Produkte, andere Strategien. Ja? All diese Fragen musst du ja dann für dich auch beantworten. So, und wenn du sagst, ich habe ein regelmäßiges Einkommen von, keine Ahnung, 1.500 Euro, ist das ein Erfolg im Trading oder nicht? Tja, Definitionsfrage. Zusatzverdienst, das gleiche Spiel. Ab wann bist du denn erfolgreich? 300, 500, 5.000 Euro Zusatzverdienst? Wer weiß. Wohlstand im Alter. Was heißt Wohlstand? Ja. Was heißt das denn, wenn ich durch mein Trading Wohlstand aufgebaut habe? Ist Wohlstand ein Zimmer-Eigentumswohnung mit 23 Quadratmetern? Oder ein Loft mit 230 Quadratmetern. Der eine fühlt sich mit dem einen wohl, der andere mit dem anderen. Also, was ist denn da der Erfolg? Verbesserter Lebensstil. Verbesserte Work-Life-Balance. Persönliches Wachstum. Persönliche Zufriedenheit. Das sind alles Dinge, die jeder für sich individuell beantworten muss, um eben auch den einfachen Erfolg zu messen. Und deshalb ist es natürlich auch immer so schwierig, wenn wir uns zusammensetzen, vielleicht mit anderen Tradern, mit Kollegen, mit Einsteigern, mit Außenstehenden, die dann eben genau diesen Punkt dann ansprechen, dann sagen, bist du jetzt eigentlich erfolgreich? Ich sehe, du sitzt eigentlich hier nur auf der Bank und trinkst Kaffee. Hier im Straßencafé. Was machst du denn nichts? Dann haben wir eben mehr Freizeit oder verbessere Work-Life-Balance oder wir gehen regelmäßig mehr zum Sport oder wofür auch immer wir dann mehr Zeit haben. Oder wir haben eben mehr Urlaub oder wir haben eben einfach die Gelegenheit, mehr zu lernen über uns selbst. Persönliches Wachstum habe ich ja mit Absicht reingeschrieben, weil natürlich der Markt uns auch genau dazu zwingt. Ja, wir werden ja zu einem persönlichen Wachstum gezwungen. Der hält uns nämlich einen Spiegel vor. Wenn wir uns nämlich ein bisschen doof verhalten, dann wird er uns das schon mitteilen, dass wir uns ein bisschen doof verhalten. Und dann müssen wir wachsen, dann müssen wir eben daran arbeiten. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und unterm Strich steht ja all das
persönliche Zufriedenheit. Denn was heißt das, persönliche Zufriedenheit? Heißt das, dass ich mit mir und meinem Tun im Einklang bin? Dann bin ich als Trader offenbar auch erfolgreich, weil ich mit dem, was dabei rauskommt, hundertprozentig zufrieden bin. Persönliche Zufriedenheit. Also da steckt viel drin in dieser Frage. Was ist denn Erfolg im Trading eigentlich? Und offen gesagt, könnt ihr eigentlich das auch ersetzen durch eine beliebige andere Tätigkeit. Erfolg im Beruf, Erfolg hier, Erfolg da. Ja, was will ich damit eigentlich erreichen? Ja, deshalb, Trading ist individuell. Und so ist es auch beim Erfolg. Und hier liegt der Schlüssel zur Definition tatsächlich in der ganz konkreten Zieldefinition. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt denn eigentlich konkret? Natürlich müssen wir uns überlegen, Thema konkret, was genau soll bis zu welchem Zeitraum erreicht werden? So, und wenn ihr das definiert habt, ja, messbar und auch kontrollierbar, ja, ich will 1.000 Euro im Monat verdienen durch Trading, dann habt ihr etwas in der Hand. Ja, das könnt ihr aber auch greifen, könnt ihr begreifen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Dann kommt aber auch Zufriedenheit und dann kommt Ruhe rein, weil ihr wisst, okay, dann sollen die anderen halt von 10.000 Euro reden, aber mein Ziel ist erstmal 1.000. Dann habt ihr auch für euch eine ganz andere Vergleichbarkeit und es bringt Ruhe rein, Balance für euch selbst. Um aber überhaupt erstmal das zu schaffen, müssen wir uns zunächst einmal überlegen, wo stehe ich eigentlich gerade? Also was ist die Ausgangssituation? Ja, so, und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Denn wie soll ich wirklich wie ein Boss handeln, wenn ich noch nicht mal weiß, wo ich stehe und wo ich herkomme? Und deshalb Bestandsaufnahme. Bin ich ein Trader oder bin ich ein Investor? Bin ich eher der aggressive Typ? Zack! Ich will sofort rein in den Markt. Nee, das ist noch kein Signal, aber ich bin trotzdem schon drin. Oder bin ich eher defensiv? Ja, da warte ich lieber nochmal die Kerze ab. Da bin ich noch ganz sicher. Ja, was ist es? Das müssen wir uns vorher überlegen, bevor ich handle. Denn was passiert denn, wenn ich auf einmal mich in den Markt ziehen lasse, weil ich irgendwo im Forum gelesen habe, hey, da ist super Action, da musst du mit rein. Zack. Aber ich bin gar nicht der Typ, der damit umgehen kann. Was passiert? Ich werde natürlich anfangen, erstens nervös zu werden, zweitens meinen Trade zu stören, drittens habe ich wahrscheinlich viel zu große Position, viertens ist das Risiko damit zu groß. Also kurzum, ich bin alles andere als der Boss, ich bin dann Getriebener. Also muss ich mir überlegen vorher, was will ich erstens als Ziel erreichen und zweitens bin ich eher der aggressive Typ. Ja, dann kann ich auch mal damit umgehen, dass die Dinge nicht so laufen vielleicht oder na, dann erfahre ich das vielleicht auch mehr als Spiel. Oder bin ich eher defensiv, dann habe ich aber einen anderen Anspruch. Brauche ich schnelle Ergebnisse oder kann ich auch auf den Erfolg warten? Das ist ein wichtiger Punkt. Persönlich kann ich euch sagen, ich liebe schnelle Ergebnisse. Das ist gerade so, naja, weil meine Strategie kennt, die Expander-Strategie, die ist ja so designt, dass ich schnelle Ergebnisse bekomme, idealerweise. Entweder ich kriege sofort auf die Finger, dann weiß ich, okay, die Idee ist nicht aufgegangen. Ich will aber hier nicht weichgekocht werden durch, ich weiß nicht, da geht's mal hoch, da geht's mal runter. Na, so typische Trendfolge. Sondern mir geht's einfach darum, und das ist einfach mein persönliches Ich will schnelle Ergebnisse. Ich will sofort sehen, geht das in die richtige Richtung oder geht's nicht in die richtige Richtung? Dann habe ich einen ersten Ansatz. Wie weit der Markt das dann treibt, das weiß man natürlich vorher nicht. Das sind dann Spekulationen. Nichtsdestotrotz, ich will sofort erstmal sehen, bin ich mal auf der richtigen Spur oder nicht. Oder kann ich auf den Erfolg warten? Ja, wenn wir uns anschauen, so typische Trendfolge, da handeln wir einen Ausbruch, da kommt dann der Rücklauf, der Pullback. Ja, dann bin ich unsicher. Wenn ich damit nicht umgehen kann, also unsicher in dem Sinne, geht die Idee jetzt auf oder nicht? Ja, klar, wir haben ganz klar definierte Szenarien. Aber kann ich auf den Erfolg warten? Will ich das? Oder ich nehme ein ganz großes Ziel vor. Kann ich damit leben, dass der Markt auf dem Weg dahin Rücksetzer macht? Persönlich sage ich, warum sollte ich das tun? Ich kann ja meine Gewinne mitnehmen, um dann im Anschluss wieder neu einzusteigen. Das muss ich mir aber vorher überlegen. Wer bin ich? Wie viel Zeit habe ich eigentlich für die Analyse von Titeln und Märkten? Ja, ich kann ja nicht sagen, hey, ich will irgendwie ganz, ganz viele, was alle reden von Aktien. Ja, Mensch, da willst du diese und jene Aktie, das muss ich screenen, das muss ich analysieren, da muss ich über die verschiedenen Zeitfenster gehen, Woche, Tag, Stunde. Ja, wie viel Zeit brauchst du denn dafür? Hast du die überhaupt? Willst du die überhaupt aufwenden? Ja, stell dir vor, du handelst neben dem Job. Dann setzt du dich dann abends nochmal jeweils jeden Tag 3 Stunden hin. Was sagt denn deine Frau dazu? Ja,
Ja, dann sind wir wieder bei den Fragen ganz am Anfang, die das Umfeld so stellt. Kommt jetzt mal auch mal was bei rüber oder wie sieht es da aus? Und das sind eben so Dinge, darüber muss man uns einfach bewusst sein. Wie viel Zeit habe ich? Wie viel will ich aufwenden? Will ich das nur am Wochenende? Habe ich vielleicht am Sonntag 3 Stunden Zeit oder eine? Dann bist du eben in den längerfristigen Zeitfenstern zwangsläufig zu Hause und nicht in den kürzerfristigen. Hast du aber den ganzen Tag, kannst du über Daytrading nachdenken. Vielleicht sogar besser. Für mich persönlich ist es so, ich bin Daytrader. Ich handle Intraday. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen, ich muss nicht ewig analysieren, sondern ich suche ja Bewegung. Darauf ist auch meine Strategie designed. Die folgt Bewegung. Da brauche ich jetzt nicht den größten Trend für und muss nicht ewig warten, bis Signale kommen. Da gibt es regelmäßig Signale. Das ist der Vorteil. Ich habe aber auch nicht den ganzen Tag Zeit in dem Sinne, dass ich nur alleine auf den Bildschirm schaue, sondern ich beschäftige mich auch mit anderen Dingen. Wie gesagt, ich habe ja zwei Ehrenämter und ich schreibe nochmal und bereite noch Vorträge vor, mache Coachings und Ausbildung. Das summiert sich auch in der Zeit. Und dem muss ich natürlich in meinem Trading gerecht werden. Denn dass ich trade, glaube, das sollte selbstverständlich sein. Aber es ist eben auch da, dieses Selbstverständnis, das wir haben. Nehme ich mir eben immer nur, sagen wir mal, 2 Stunden nach der Eröffnung der US-Märkte oder des DAXes, je nachdem. Und dann nehme ich meine Ergebnisse mit, positiv wie negativ, und kümmere mich um andere Dinge oder sitze ich den ganzen Tag davor. Ist eine Entscheidung, die wir natürlich aufgrund auch dessen treffen, wie viel wir überhaupt haben, Bestandsaufnahme. Wie viel Zeit habe ich die Pflege und das Management meiner Position, geht ja in die gleiche Richtung. Und ganz wichtig, wie viel Erfahrung habe ich im Trading meiner Strategie in den von mir gehandelten Märkten? Ihr werdet hier heute und morgen und habt schon viele Ideen hören. Und das gibt es natürlich auch in anderen Messen, Konferenzen oder sonstigen Online- oder Offline-Veranstaltungen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die es zu hören gibt. So, wenn ihr jetzt alles dann ausprobiert, was ihr auch tun könnt, und dann gleich in die Vollen geht, brauchen wir uns nicht weiter darüber zu unterhalten, geht schief. Ja? Also es kann gar nicht klappen, wenn dann nur durch Zufall, weil einfach die Erfahrung fehlt. Ja? Also wenn ich irgendwo wenig Erfahrung habe, muss ich natürlich deutlich anders handeln, als wenn ich viel Erfahrung habe. Ja? Wenn ich die Strategie in- und auswendig kenne, mit all den Fehlern, die auch passieren können, mit all den Dingen, die passieren können. Und da kann ich ergänzen, wie viel Erfahrung habe ich denn selbst im Umgang mit mir selbst in den Märkten? Ja, wenn ich weiß, dass ich eher nervös bin, dann muss ich eben mich darauf einstellen, dass, wenn ich weiß, ich bin kalt wie Eis, ja, dann kann ich vielleicht anders daran gehen. Individuell. Und natürlich finanziell. Bestandsaufnahme. Wie hoch ist denn überhaupt mein Trading-Konto? Ja, oder das Gesamtvermögen, das ich überhaupt fürs Trading nehmen kann. Und damit wir uns richtig verstehen, es heißt nicht all in, sondern wir können einen gewissen definierten Geldbetrag im Depot, ne, beim Broker hinterlegen und das als Basis auch für unsere Berechnung nehmen. Und dann können wir uns überlegen, wie groß ist eigentlich das Risiko, das ich eingehen will pro Trade, aber auch natürlich insgesamt Tag, Woche, Monat, Jahr. Wie viel Risiko will ich wirklich eingehen? Und die typische Faustregel ist, gerade wenn wir vielleicht noch im Beruf sind, kann ich diesen Betrag relativ einfach in einem überschaubaren Zeitraum zurückerwirtschaften durch eine andere Tätigkeit. So, wenn du sagst, nee, kann ich nicht, dann ist natürlich das Thema Risikomanagement essentiell für dich. Dann stell dir vor, du bist 65, trittst aus dem Arbeitsleben raus, hast vielleicht eine Lebensversicherung, die wird ausbezahlt und dann sagst du, okay, jetzt kaufe ich mal ein Buch und dann geht's aber los. Wenn das Geld weg ist, dann war's das. Kannst du nicht mehr zurückerwirtschaften unter normalen Umständen. Und dem musst du Rechnung tragen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher, ganz wichtiger Punkt. Wenn du aber 20 bist und du riskierst in dem Sinne oder setzt 5.000 Euro auf ein Handelskonto, ganz ehrlich, wenn du die nicht schaffst, in deinem Leben zurückzuerwirtschaften, dann wird's eng. Klarer Fall. Und das sind so die darüber müssen uns halt im Vorfeld klar sein, das ist die Bestandsaufnahme. Darüber reden wir, wenn wir eben entspannt wie der Boss traden wollen. Ja, deshalb meine Empfehlung, passt euer Trading immer den persönlichen Präferenzen, Erfahrungen und auch Mitteln an, weil es hier wirklich, es geht im Zweifelsfall um alles. Wie gesagt, 20 oder 65, 5.000 Euro
oder die gesamten Ersparnisse. Das kann wirklich und das ist entscheidend. Und das ist die Basis für alles andere, was danach auch als Ziel rauskommen soll. Und dann eben die Frage, Thema Ziel. Was will ich denn eigentlich erreichen? Einkommenstrading oder Vermögensaufbau? Zwei verschiedene, vollkommen unterschiedliche Ideen. Denn tatsächlich ist, viele sagen ja, ja gut, das willst du im Ziel erreichen. Ja, wenn angenommen, wir wären jetzt hier in einer Offline-Konferenz, so klassisch, ja, damals in Frankfurt. Und ihr geht rum und fragt, was willst du mit dem Trader erreichen? Ich kann es euch garantieren. 90% sagen, ihr will Geld verdienen. Aber wir hatten es schon besprochen. Was heißt denn das? 100 Euro? 500? 1000? 5000? Was heißt, ich will Geld verdienen? Ja, das ist essentiell, dass wir uns darüber Gedanken machen, was will ich erreichen? Und jetzt musst du natürlich überlegen, individuelle Ausgangssituation. Jetzt sagst du, ja, ich will irgendwie 5000 Euro im Monat da rausholen. Hast aber nur ein Konto mit 5000 Euro drauf. Klappt das? Ja, bestimmt. Mathematisch alles möglich. Die Frage ist, es klappt es dauerhaft, jeden Monat, jedes Jahr, kannst du davon leben. Wenn du es schaffst, Chapeau. Also, ja, keine Frage, der Olymp der Trader wartet auf dich. Aber ich halte es für ein großes Gerücht, dass das tatsächlich klappt. Wie gesagt, es mag mal funktionieren, aber dauerhaft garantiert nicht. So, und deshalb müssen wir sagen, wenn ich nur 5000 Euro habe, ist es realistisch, dass ich im Daytrading 500 Euro im Monat kriege. Ja, machbar, kein Thema. Es kann aber auch sein, dass ich mal 200, 300 Euro, 500 Euro hinten liege. Passiert auch. Ja, aber ich muss natürlich mir überlegen, wenn ich von der Plattform komme, dann kann ich nicht auf einmal so ein Riesenschloss bauen, sondern da muss ich mir ganz klar vorher etwas anderes erwirtschaften. Das heißt, wir sind dann entweder da drin, dass du dein Konto größer machst durchs Trading, musst also Zeit mitbringen, um dann die Erträge zu erwirtschaften, die du brauchst. Oder du musst halt irgendwie von der anderen Seite Kapital erwirtschaften, mit dem du traden kannst und bis dahin sammelst du Erfahrung. Ja, ganz klarer Fall. Aber einfach nur zu sagen, ich will ein bisschen Geld verdienen durch Trading, führt dich genau nirgendwo hin. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Ja, so. Wenn du es aber sagst, ich habe viel Geld, ne, bin irgendwie 65, die Lebensversicherung ist ausbezahlt, dann hast du eine ganz andere Basis natürlich. Wenn dann die Erfahrung dazu kommt und das richtige Management, dann kannst du auch mit einem relativ geringeren Aufwand relativ größere Ziele erreichen. Logisch, ja, wenn du 100.000 Euro als Basis hast, dann hast du bei einem entsprechenden Risikomanagement natürlich ganz andere Möglichkeiten der Zieldefinition bei gleichen Bewegungen im Markt. Und das ist ja einfach der Punkt und der Hintergrund. Ja, und damit hast du natürlich auch nochmal andere Dinge. So, wenn du jetzt zum Beispiel 20 bist und du hast 100.000 Euro, dann kannst du natürlich auch sagen, ich lege die so an oder ich handle diese 100.000 Euro so, dass ich eben einen gewissen Monatsbetrag erwirtschaften kann, ohne dass ich jetzt hier in große Hektik verfalle und 100 Trades am Tag machen muss. Ja, das heißt, auch das gilt es ja zu berücksichtigen. Ja, was will ich? Mit der Ausgangslage zusammen, will ich davon leben, will ich Vermögen aufbauen, will ich Reichtum, will ich Wohlstand im Alter, will ich einfach mehr Freizeit, was will ich? Und die Ausgangslage ist wichtig und natürlich auch die Zieldefinition ist hier entsprechend essentiell und auch wichtig. Ich schaue immer noch mal hier mit drauf auf die Fragen und in den Chat. Fragen ruhig auch gerne direkt in die Fragensektion stellen, damit ich dann auch das so sehen kann. Ansonsten sehe ich hier schon, ja, Sport. Sport ist tatsächlich eins der Themen, das wir alle gerne mögen und die meisten vergessen es. Das fällt im Regelfall immer hinten über und dementsprechend finde ich diesen Punkt dann dementsprechend auch von euch sehr interessant und sehr gut. Ja. Also dementsprechend, wer seine individuelle Ausgangslage bei der Zielplanung vernachlässigt, der ist zum Scheitern verurteilt. Garantiert. Ja, wie gesagt, ihr könnt nicht mit 5000 Euro einfach erwarten, dass das Leben davon rosig wird. Das funktioniert nicht. Und ihr könnt natürlich mit etwas mehr Geld logischerweise mehr auch machen und erreichen. Ja, Wege zum Ziel. Ja, wir haben über die Ausgangslage gesprochen, Ist-Zustand. Wir haben über das Ziel gesprochen, Zielzustand. Jetzt ist die Frage, wie komme ich überhaupt dahin? Ja, welche Methode wähle ich? Was ist einfach das Mittel der Wahl, um einfach mein Ziel auch zu erreichen? Ja, so, und da können wir uns mal überlegen,
Wir haben über die Rahmenbedingungen gesprochen, Zeit fürs Trading, Kapital, weitere Aufgaben und Aktivitäten. Bitte, begeht nicht den Fehler zu sagen, hey, ich werde jetzt Daytrader, ich habe hier meine 5.000 Euro oder mach 10 draus, völlig egal. Also jetzt nicht das Geld, ne, aber die Basis, das macht da keinen großen Unterschied. Also weitere Aufgaben und Aktivitäten. Das Leben zieht sehr schnell an einem vorbei. Ja, und auf einmal ist die Woche um, ist der Monat um, ist das Jahr um, seid wieder älter geworden. Und fragt euch, ist es das? Bin ich denn wirklich weitergekommen? Oder habe ich nicht Aktivitäten vernachlässigt, wie zum Beispiel den Sport, ja, oder die Freunde? Ja? Trading ist nicht alles. Soziale Kontakte. Es gibt einen Grund, warum ich mich in Vereinigungen engagiere, warum ich in der VTRD mich engagiere. Es gibt auch einen Grund, warum ich mich auch in der IFTA engagiere. Natürlich Netzwerk, aber auch soziale Kontakte, Gleichgesinnte. So, da trifft man sich eben auch mal abends, da telefoniert man. Wenn ich jetzt sage, nee, ich muss da mal irgendwelche Trades raussuchen, dann verliert man das. Und das ist schwierig. Das wäre auch schade. Also da geht ein bisschen mehr noch. Ja, deshalb, das gilt es ja mit zu berücksichtigen. Und deshalb auch mit der Zieldefinition steht auch letzten Endes fest, bis wann konkret zu erreichen ist. Und wichtig dabei gilt, ich muss mich regelmäßig entscheiden, ob meine Investition aus Zeit oder das Geld besteht, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Ist ja klar. Ja, wenn ich wenig Kapital habe, dann muss ich mich eben hinsetzen und jede einzelne Gelegenheit traden, die es gibt. Ja, der Händler spricht von der Lagerumschlagsgeschwindigkeit. Heißt, wie oft muss ich mein Lager drehen, damit ich mein Geld verdienen kann? So, hast du aber ein geringes Konto, ein kleines Konto, musst du dieses Konto so oft drehen, in die andere Richtung, musst du so oft drehen, dass du auf deinen Ertrag kommst, jedes Mal neue Risiken eingehen, jedes Mal dich dem Druck und der psychischen Herausforderung aussetzen. Im Gegensatz zu jemandem, der ein großes Konto hat, der eben ganz genau picky sein kann und die Situation raussuchen kann oder auch mal laufen lassen kann, der gar nicht vielleicht so viele Risiken oder so große Risiken eingehen muss oder auch schon gar nicht in der Summe. Ja, wenn ich 1.000 Euro riskiere und einen Trade mache und dann 1.000 oder 2.500 oder 2.000 Euro als Gewinnziel ansetze, ist es halt eine andere Geschichte, als wenn du es gleich mit einer Null weniger machst. Ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Deshalb, darüber müssen wir uns unterhalten. Und das musst du dir natürlich auch überlegen. Was kannst du überhaupt investieren? Ja, du kannst aber nicht sagen, ich nehme 5.000 Euro und am Ende meines Lebens bin ich reich. Da muss der Markt schon große Geschenke verteilen. Ja, das geht halt dann nicht. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Also Wege zum Ziel. In der Bestandsaufnahme, ja, da haben wir uns ja schon mit dem Risiko beschäftigt. Ja, wir haben uns gefragt, wie komme ich dahin? Und da ist natürlich klar, wenn ich ein Ziel erreichen will oder ein Risiko eingehe, muss ich natürlich mehr bekommen, als ich riskiere. Alles andere wäre irgendwie psychologisch, formuliere ich es mal vorsichtig, fragwürdig. Ist ja klar, macht ja keiner, immer ganz ehrlich. Geht ihr da raus und sagt, hey, ich gebe dir einen Kredit und ist auch okay, wenn du mir weniger Geld zurückbezahlst. Das machst du nicht. Warum solltest du es im Trading machen? Ja, also Risiko und du wirst natürlich was zurückhaben, etwas mehr, ein Chance-Risiko-Verhältnis CRV, was du natürlich dazu noch unbedingt haben möchtest. Idealerweise höher als 1. Wenn du mal das Gleiche zurückkriegst, kann man mal damit leben. Aber es liegt auf der Hand. Ja, wenn das dauernd so ist, dann kannst du es ja auch sparen, weil du am Ende ja auch, ja, was soll das? Ja, es ist einfach nur eine akademische Übung dann, bringt dich aber finanziell und auch im Leben nicht unbedingt weiter, behaupte ich. Zwei Elemente, die du noch brauchst. Trefferquote, Handelsfrequenz. Ganz, ganz wesentliche, wichtige Punkte, die auch darüber gehen und dazu was sagen, wie du letzten Endes auch deine Trades managst und dich selber auch managst. Wir wollen ja Boss sein, ja, unser eigener Boss. So, also das heißt, diese vier Komponenten, Risiko, Chance-Risiko-Verhältnis, Trefferquote, Handelsfrequenz, die können wir mal betrachten und dann dementsprechend halt auch uns darüber Gedanken machen, was da halt mit zu erreichen ist. Und ich habe das mal in meinem Buch Risiko Money Management mal so zusammengefasst und ich nenne das ganze Ding Money Management Matrix. Da haben wir diese vier Komponenten. Risiko, Chance-Risiko-Verhältnis, Handelsfrequenz, Trefferquote. So, und viele von euch kennen das schon. Die Idee ist eigentlich hier, dass wir uns bewusst machen, dass im Endeffekt Risiko und Chance-Risiko-Verhältnis
zwingend miteinander verbunden sind. Also müssen wir nicht weiter thematisieren. Liegt auf der Hand, ist ja klar. Was aber auch verbunden ist miteinander, ist Risiko und Handelsfrequenz. Denn das bedeutet, je öfter ich handel, umso größer wird natürlich mein Gesamtrisiko. Ja, das heißt, da bist du wieder mit einem kleinen Konto, bist ja gezwungen und dazu verurteilt, um bis in die Gänge zu kommen, öfter zu handeln, hast gleichzeitig ein höheres Risiko. Das ist auch der Grund, warum eben so viele im Trading scheitern, weil du dich permanent ins Feuer setzt und die Risiken eingehst. Plus psychischer Komponente, psychische Herausforderung, Druck, Stress, Ablenkung, das alles, was da zusammenkommt, ist man fast chancenlos. Das ist das Schwierige daran. Das heißt, die Erfahrung wird dir dann irgendwann dabei helfen, auch ein kleines Konto groß zu machen, groß machen zu können. Aber am Anfang ist es eine fast unlösbare Aufgabe. Das ist leider die bittere Wahrheit. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, sondern hast du ein größeres Konto, sagen wir mal mindestens fünfstellig, kann auch klein fünfstellig sein, fängst du aber erstmal an. In dem Moment kannst du die Handelsfrequenz vielleicht auch runterfahren. Aber wie gesagt, entweder du investierst Zeit oder du investierst Geld, ja, und damit auch das Risiko. Das heißt, geringe Handelsfrequenz, geringeres absolutes Risiko und oder Gesamtrisiko, das ist miteinander verbunden. Thema Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Trefferquote. Wie sind die wohl miteinander verbunden? Ja. Ich meine, ist ja klar, wenn wir jetzt nach oben schauen, ja, so to the moon, ja, wie die Krypto-Jünger dann so sagen, ja, also ich brauche Luftschlösser, es muss ein Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 3 sein, sonst fasse ich überhaupt nichts an. Wie groß wird denn die Trefferquote sein? Ja, nicht wirklich groß, weil zwangsläufig werden so eine hohen Ziele eben nicht oft oder nicht so oft erreicht wie die darunterliegenden kleineren Ziele. Ist ja klar, ja, wenn ich zu 3 will, muss ich an 2 vorbei. Das heißt, ich werde sicherlich öfter die 2 erreichen als die 3 und viel öfter wahrscheinlich noch die 1 und wahrscheinlich ein bisschen weniger als die 1, die 1,5. Das liegt ja auf der Hand, alleine durch die Marktdynamik in Marktbewegung. Und jetzt kommt natürlich wieder der Punkt dazu, bin ich bereit, auch mal einen Rücksetzer auszuhalten? Ja, wenn ich so diese Trendverläufe mir anschaue, da ist eine Impulsbewegung, da ist die Korrektur, da ist die Impulsbewegung. Und da muss ich ja dann durch. Das heißt, mir wird erst Geld gegeben, dann greift der Markt mir wieder in die Tasche, holt das wieder raus, um mir dann wieder was in die Tasche zu tun. Damit muss ich umgehen können. Ja, Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis. So, und wenn ich zwischendurch dann irgendwie eine andere Entscheidung treffe, verhagere ich und zerschieße mir meine eigene Trading-Idee. Und deshalb muss ich mir überlegen, welche Chance-Risiko-Verhältnisse stelle ich mir denn eigentlich so vor? Persönlich für mich kann ich sagen, ich bin happy, Daytrading, wenn ich 1,5 bis 2 kriege. Völlig in Ordnung. Das mache ich ein paar Mal am Tag, Thema durch. Klappt das immer? Nein, natürlich nicht. Ja, wäre obszön geradezu, das zu behaupten. Aber es passt eben öfter, als es nicht passt. Und das ist der Schlüssel dazu. Und dann, deshalb brauchen wir ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis als das Risiko, das wir einsetzen. Ganz klar. So, das heißt, in dem Moment, wo ich ein moderates Chance-Risiko-Verhältnis habe, sagen wir mal 1,5 oder 2, werde ich eine einigermaßen angemessene Trefferquote vorweisen können. Was wiederum Auswirkungen auf das einzugehende Risiko hat. Ja, denn wenn ich eine wirklich konstant gute Trefferquote habe, sagen wir mal 50%, und ich habe ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5, dann können wir mal über das Risiko reden. Da ist es dann noch das 1%, das 1,5, vielleicht 2, darüber können wir reden. Das muss ich aber vorher überlegen, was handle ich, wie handle ich, welche Strategie habe ich und was mache ich immer gleich, ja, dass ich eben wirklich Konstanz da drin habe, Konsistenz. Und natürlich die Handelsfrequenz. Ja, habe ich eine hohe Trefferquote oder anders, habe ich ein geringes Chance-Risiko-Verhältnis, habe ich natürlich eine hohe Trefferquote, kann ich natürlich auch öfter handeln. Einfach deshalb, weil ich immer wieder freie Liquidität habe. Ja, ich bin aus dem Markt, ich bin im Markt, aus dem Markt, im Markt. Wenn ich jetzt aber eher Anleger bin, ist meine Handelsfrequenz sicherlich nicht so groß, als wenn ich Scalper bin. Und mit all diesen verbundenen, damit verbundenen Themen und auch Auswirkungen. So, und das hat viele, viele Möglichkeiten für uns, für unser eigenes Management und natürlich auch für unsere eigene Idee, wie wir selber wirklich unser Trading gestalten wollen. Und das ist ja der Punkt. Darum geht's doch. So, und ich habe euch mal hier eine Rechenaufgabe mitgebracht für Kopfrechnen schnell und leicht gemacht.
Folgende Situation. Kontogröße 100.000 Euro. Ihr dürft gerne Nullen dazu addieren. Das ist kein Thema. Ihr macht 100 Trades, sagen wir mal, im Jahr. Ja, 100 Trades. Ihr habt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5. Das Risiko ist 1%, klassisch, ja, bei 1.000 Euro absolutem Risiko. Also 1% vom Handelskonto, 100.000, also 1.000 Euro absoluter Einsatz. Trefferquote ist 50%. Ist das jetzt wirklich atemberaubend, weltbewegend, diese Zahlen, CAV 1,5, 1%, 50%? Ist es was, wo irgendwie in der Trader-Stammkneipe irgendjemand die Augenbraue hebt? Nein. Vollkommene Basiswerte. Also Standard in dem Sinne. Ist jetzt nicht unglaublich toll, ist auch nicht schlecht. Kann man mal machen. Und mal unter uns, wenn ihr das erreicht, durchgängig, konstant, wow, habt es geschafft. Warum? Deshalb. Weil ihr eine Rendite von 25% damit erwirtschaftet, im Zeitraum. Ne, nehmen wir mal das Jahr, 25% seid ihr besser als jeder Fondsmanager. Und das jedes Jahr. Ja, ihr könnt ja auch mal eine Excel-Tabelle zusammenbauen und das mal über, naja, solange ihr eben arbeiten wollt oder traden wollt, weiter fortführen. Zinseszinsrechnung mal ansetzen. Ja, wir können es ja ganz leicht reich rechnen oder auch arm, je nachdem. Und da steckt unheimlich viel drin. Und überlegt euch das. Was will ich im Trading wirklich erreichen? Will ich Vermögen aufbauen? Will ich ein permanentes, konstantes Einkommen aufbauen und erreichen und erwirtschaften? Ja, dann sind diese Zahlen für euch Gold wert, weil die euch helfen, mit einem geringen Chance-Risiko-Verhältnis, einer einigermaßen moderaten Handelsfrequenz, einem vollkommen defensiven Risikoeinsatz und einer durchschnittlichen Trefferquote unglaublich überdurchschnittliche Ergebnisse zu bekommen. Was setzt das allerdings voraus? Dass ihr euch natürlich daran haltet, was ihr macht. Dass ihr das macht, was ihr euch vornehmt. Dass ihr eben wirklich halt für euch einen Plan habt. Und dann steht einem Trading-Erfolg nichts im Wege. So, und überlegt euch, jetzt habt ihr nicht 100.000, sondern vielleicht 10.000 Euro. Das sind 2,5 pro Zeiteinheit. So, klarer Fall. Aber bitte jetzt nicht anfangen zu sagen, ja gut, wenn ich das jeden Tag mache, ja, dann bin ich ja übermorgen reich. Ja, ist ja, bitte hier mal dann auch entspannt bleiben. Es ist Mathematik. Und Mathematik ist natürlich nicht mit Psychologie und den Emotionen, die wir Menschen ja auch haben, gleichzusetzen. Ja. Deshalb, das eine ist die Tabelle, um zu sehen und zu zeigen, was ist überhaupt möglich. Und das andere ist die Realität, wie kriegen wir den menschlichen Faktor damit rein. Und das ist ja der entscheidende Punkt auch letzten Endes. Dort ist natürlich die Frage, Wege zum Ziel, Strategien und Zeitfenster. Was gibt es noch für Trading-Strategien? Fangen wir ganz unten an. Scalping, Minuten, ja, klar. Sehr stressig, unglaublich stressig, weil ihr natürlich ganz fokussiert sein müsst, ganz konzentriert. Ich behaupte mal, das kann man eine, maximal 2 Stunden machen. Danach ist das Thema erledigt. Also mich könntet ihr danach auswringen wie ein Handtuch. Ja, klarer Fall, ein nasses Handtuch logischerweise. So, Intraday-Trading, Minuten bis Stunden, schon angenehmer. Ja, es kann schon mal sein, dass dann irgendwie ein paar Minuten oder eine halbe Stunde kein Signal kommt oder die Bewegung einfach sich erstmal dann ausreizen muss, bis man irgendwie was findet, wo wir sagen, okay, das könnte was sein. Aber die Haltedauer ist relativ überschaubar. Das heißt, hier werdet ihr am Tag mehrere Trades umsetzen, ohne dass jetzt hier richtig Stress aufkommt. Daytrading, Stunden bis zu einem Tag, ja, von mir aus auch 2, ne, wollen wir nicht so genau nehmen. Das bedeutet, ihr habt vielleicht irgendwie eine Idee oder eine Situation aufgenommen, wo ihr sagt, das glaube ich, das könnte so ganz, ganz interessant sein für 15-Minuten-Chart, vielleicht 30, 60-Minuten-Chart, je nachdem. Und dann könnt ihr ja im Endeffekt dann durchstarten. Ja. Über Nacht Felder halten, das ist eine Geschmackssache. Das ist Daytrading. Swingtrading, Tage bis Wochen. Ja, die Schwünge, das ist eigentlich das, was die meisten auch so machen. Was ich grundsätzlich auch empfehle, gerade am Anfang ist das durchaus gut. Ja, da schaut ihr eben am Tagesende, wo steht der Markt, wo sind die Signale und dann folgt ihr dem Ganzen eben nach eurer Strategie. Guckt ihr halt dann, ja, wo der Markt dann so hinläuft. Positionstrading heißt ja wirklich so, weil ihr Position bezieht Wochen bis Monate. Ja, da geht es schon eher darum, da habt ihr nochmal eine andere Strategie. Vielleicht spielen da Dividenden mit rein. Da habt ihr aber einen längerfristigen oder mittelfristigen Ansatz. Ja, gut, und Buy and Hold, Monate bis Jahre.
Hier kam eben der Begriff Telekom, weil manchmal werden die Dinge vielleicht auch vererbt. Ja. Zinsdekaden oder Generationen, je nachdem. Aber ja, so ungefähr können wir uns das vorstellen. Bitte, das ist meine persönliche Definition, die greift auch das auf, was im Markt so landläufig üblich ist, aber nagelt mich jetzt nicht wirklich darauf fest, ob es Tage, Stunden oder wie auch immer. Ich glaube, die Idee ist durchaus klar geworden. So, die Frage ist, was können wir überhaupt erreichen? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ich habe das mal, bitte, dass wir uns richtig verstehen, über den Daumen gepeilt. Das ist der DAX, den ich mir hierbei mit angeschaut habe. Ich habe mal so geguckt, mit einer ATR versehen, wie viel ist überhaupt so drin? So, und jetzt nehmen wir mal so, stellt euch vor, ihr wollt im 5-Minuten-Chart handeln. Wie viele Trading-Möglichkeiten gibt es denn eigentlich so im pro Zeiteinheit? So, also nehmen wir an, fangen wir hier an. So, ihr habt einen Monatschart. Das heißt, ihr habt, das ist wirklich ganz extrem langfristig. Ja, wie viele Trading-Gelegenheiten gibt es denn wirklich, wenn ihr nur Monatskerzen anschaut? Ich behaupte mal 2, vielleicht 3. Das war es dann aber auch, wenn überhaupt. So, aber ATR 14 habe ich mal darauf gelegt. Ja, irgendwo 800 bis 250 Punkte im Monatschart. Ja, das heißt, durchschnittliche Punkte ungefähr 500 Punkte. Das, wie gesagt, für den DAX. Und das ist so die Idee, wo wir sagen, gut, wenn ich langfristig mich engagiere, dann kann ich natürlich auch mit größeren Zielen oder Bewegungen rechnen. Muss ich ja auch. Und darauf muss das gesamte Management ja auch angepasst sein. So, dann können wir mal weiter. Wochenchart. In der Woche habe ich dann, also im Monat, wir haben ja 4 Wochen im Monat, habe ich vielleicht 2 bis 3 Signale, je nach Strategie. Heißt also im Jahr, ich habe vielleicht 24 bis 36 Signale im Jahr im Wochenchart. So, das ist kein Stress. Muss ich immer mal raufgucken, aber ist machbar. Allerdings ist im Wochenchart Bewegung, Gegenbewegung, Bewegung, haben wir natürlich weniger durchschnittliche Punktanzahl. Hier waren es 350 für so eine Bewegung, ja, in einer ATR. Finde ich spannend. Das heißt, die Ziele sind anders und wir können natürlich von der Erwartungshaltung auch nicht so viel erwarten wie im langfristigen. Und das Ganze zieht sich ja sofort. Tag in der Woche, 5 Handelstage in der Woche, so, ne, ohne Feiertage oder so. 2 bis 3 vielleicht, wenn wir in der Woche sind. Im Monat sind es dann 8 bis 12, im Jahr haben wir dann über 100 im Zweifelsfall. Ja, also um die 100, 140. Aber durchschnittliche Punktzahl ungefähr 175, wenn wir über einen Tag gehen. Durchschnittlich, von der Bewegung her, ne? Wie gesagt, ATR. Stunde, so bei Stunde, so da sehen wir schon, da kommen wir über einen Tag, hast du es vielleicht 2 bis 3. Ein Markt, wie gesagt, DAX-Index. In der Woche hast du vielleicht 10, im Monat vielleicht bis 50, 60 Punkte. Als Möglichkeiten. So, da haben wir aber schon was, da bist du richtig im aktiven Trading, also richtig Trading. Das ist schon nichts mehr, was so wirklich nebenbei gut machbar ist, sondern da musst du schon regelmäßig einfach da sitzen können. So, aber wie viele Punkte kannst du denn erreichen so im Schnitt? In der Bewegung ATR 14. ATR im Übrigen Average True Range von Wells Weiler auch definiert seinerzeit und gibt einfach so die durchschnittliche Schwankungsbreite eines Marktes an und die 14 ist ein Standard-Setting, könnt ihr aber natürlich auch beliebig verändern, so wie das euch sinnvoll erscheint. So, und hier im Durchschnitt 40 Punkte Stunde. Danach ist erstmal vorbei. Heißt also, wenn du dann deine Gewinne nicht mitgenommen hast, dann kann es sein, dass sie wieder weg sind. Und du wieder weiter warten musst, ne, Bewegung, ne, Impuls, Korrektur. 15 Minuten, da reden wir am Tag, das wollen wir nicht so, da reden wir am Tag über 4 bis 6, 5 Minuten 8 bis 12. Ja, das ist Intraday-Handel. So, dann haben wir aber, jetzt habt ihr zum Beispiel Leute, die sagen, ja, ich mache ja 1000 Trades im Jahr, dann wisst ihr, okay, das sind eher dann die Kollegen, die 5, 15 Minuten sind, vielleicht noch drunter. Ja, die können aber vielleicht 20, vielleicht 7, 10 Punkte maximal erreichen für den Impuls. Für die Bewegungsbreite. Das heißt also, um das zusammenzufassen, wir haben noch ein paar Minuten, 10 Minuten haben wir noch, schaffen wir auch, aber um das zusammenzufassen, wenn ich jetzt Intraday handle, kurzfristig 5 Minuten, dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass auf einmal sich der Reichtum über mich ergießt, sondern dann muss ich mir das wie das Eichhörnchen, ja, jetzt Herbst, die Nüsse einfach so zusammensammeln und dann gucken, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Aber dafür habe ich am Tag, können wir gucken, ungefähr 8 bis 12, sagen wir mal 10 Signale, die auch eine gute Validität haben. Da habe ich meine Gewinne, da habe ich meine Verluste und am Strich steht der Gesamtgewinn oder der Gesamtverlust, idealerweise ersteres. So, aber ich werde ziemlich zügig nach der Bewegung
den Trade wieder auflösen müssen, weil dann die Gegenbewegung kommt und dann weiß man nie so richtig, geht es dann in eine andere Richtung, komplett Trendwende und so weiter und so fort. So, das heißt für uns aber, wenn ich sage, ich will wirklich meinen Wohlstand aufbauen, dann können wir sehen, ja, da muss ich im 5-Minuten-Standard aber ganz schön arbeiten. Muss ich also zwangsläufig sagen, okay, dann macht es eher Sinn, mich über einen Tageschart zu bewegen und End of Day mit einer längerfristigen Haltedauer dann auch ranzugehen, um eben einfach Vermögen aufzubauen. Daytrading ist Einkommenstrading. Alles, was danach kommt, geht eher in den Vermögensaufbau. Das ist so meine persönliche Definition und damit fühle ich mich persönlich auch sehr wohl, weil ich einfach weiß, wo bewege ich mich denn hin? Ja, dann geht es eben ums Einkommenstrading. Vollkommen in Ordnung. Und dann können wir ein bisschen weiterdenken. So, jetzt erwirtschaftet ihr ein gutes Einkommen, verbraucht es aber nicht alles. Damit könnt ihr wieder Vermögen aufbauen. Buy and Hold, Positionstrading, Swing Trading. Ja, das könnt ihr ja machen. Ja, so funktioniert es dann. So, also dementsprechend, hier kommt nochmal der Punkt, ja, durchschnittliche Marktschwankungen und ja, die ATR habe ich hier auf dem DAX CFD mal gemacht. Wie gesagt, das sind Pi mal Daumen-Werte. Ja, nagelt mich da jetzt nicht auf den einzelnen Punkt fest. Es soll euch eine Orientierung geben und soll euch, und natürlich ist es ähnlich übertragbar auf beliebig andere Werte, natürlich nicht in absoluten Punkten, aber ich glaube, die Logik sollte durchaus nachvollziehbar und deutlich sein. So, also jetzt ist die Frage, was bringt mich denn zum gewünschten Ergebnis an Märkten und an Produkten? So, welche Märkte haben wir? Aktien, Rohstoffe, Geldmarkt, Devisenmarkt, Kryptos natürlich auch, ne? Klarer Fall. Diese Märkte gibt's. Und welche Produkte? Aktien, Fonds, ETFs, Futures, Optionen, Hebel, Zertifikate oder Zertifikate allgemein, CFDs, Forex und wahrscheinlich bastelt die Industrie wieder an neuen Produkten. Eine wirklich große Auswahl. Und das müsst ihr euch überlegen, von den ganzen Produkten, welches wähle ich denn aus? Bin ich denn als Positionstrader mit dem DAX Future richtig aufgehoben? Ich behaupte mal, nein. Bin ich als Daytrader mit einem Fonds wirklich gut beraten? Nicht als Daytrader. Rein, raus ist halt teuer. Und das ist eben einfach der Punkt. Option, ist das was für Intraday? Nein. Ist das was für End of Day und darüber? Ja. CFDs, Forex, kann ich das End of Day handeln? Ja. Ist das für Intraday? Ja. So, und darüber musst du natürlich Gedanken machen. Aktien brauche ich natürlich etwas größeres Konto, damit da überhaupt ein bisschen Bewegung reinkommt. Ja, sonst muss ich natürlich gehebelt daran gehen. Und das sind eben genau die Punkte. Ich muss mir halt vorher überlegen, mit dem Handelsinstrument, das ich wähle, will ich gehebelt reingehen, kriege halt nur ein Abbild, ein Derivat, deshalb sind es ja auch Finanzderivate, oder ob ich das Original nehme, die Aktie. Denn am Ende landen wir beim Original bei der Aktie. Oder halt dann den Future, weil, ne, ich glaube, keiner geht jetzt irgendwie hin und kauft ein Packen Gold ein, ne, eine Unze so real greifbar, sondern das geht dann halt über den Future. Der ist aber auch gehebelt, ne, davon mal abgesehen. So, wie können wir eben wirklich das machen? Ich habe mal Folgendes entwickelt. Folgende Matrix ist das hier. Erstmal Bestandsaufnahme, Kontogröße, Risiko, Chance-Risiko-Verhältnis, Trefferquote, Trading-Frequenz. Strategie, Buy and Hold, Positionstrading, Swing-Trading, Day-Trading, Intraday-Trading. Anzahl der Märkte, 1 bis 2, 3 bis 5, 6 bis 9, 10 bis 15, über 15. Ja gut, wer über 15 Märkte handelt und das ganze Intraday, viel Vergnügen. Das kann ich dazu schon mal so festhalten. So, Anzahl der Trades, 5 bis 20 bis dann über 500 Produkte, die wir eben besprochen haben, plus Ergänzungen, die noch gehen. Und Ziel, was wäre denn das Ziel am 31.12.21? Ja, und dann ist natürlich die Aufgabe, um eben wirklich sicherzustellen, dass ihr wie der Boss handelt. Diese Matrix so auszufüllen, dass sie genau zu euch eben auch passt und zu euren Zielen und auch natürlich zu eurer Ausgangssituation. Jetzt sehen wir nochmal die Zahlen von eben. 100.000 Euro Konto, wie gesagt, Nullen beliebig ergänzbar, 1.000 Euro Risiko, 1,5 Trefferquote, 1,5 CRV, 50% Trefferquote und wir machen angenommen 300 Trades im nächsten Jahr in 21. So, was können wir machen? Wir können sagen, wir machen Swing Trading. Das heißt, wir haben ungefähr 3 bis 5 Märkte, die wir regelmäßig anschauen. Natürlich kann mal einer dazukommen, aber im Regelfall so zwischen 3 bis 5 Märkte, die wir uns dann regelmäßig anschauen, jeden Abend analysieren beispielsweise. Werden wir ungefähr so zwischen 200 und 500 Trades im Jahr machen, je nach Geschwindigkeit und welche Möglichkeiten es da so gibt. Welches Produkt kann ich wählen? Ich kann Forex nehmen. Ja, geht auch als Swing Trader. Oder CFDs,
geht auch als Swing Trader. Alternativ sind natürlich dann Hebelzertifikate. Das ist definitiv auch noch eine Alternative. Dafür gibt es die auch. Aber hier ist natürlich die Auswahl deutlich leichter. So, was ist mein Ziel? Ich will 50% machen. Also kann ich mir überlegen, kriege ich das hin damit im Swing Trading? 3 bis 5 Märkte, 2 bis 500 Trades im Jahr. Das könnt ihr euch ausrechnen. In dem Sinne von, ist das realistisch? Nicht in dem Sinne von, ist das garantiert? Ist es realistisch, was da steht? Ja. Ist es garantiert? Nein. Denn am Ende seid ihr ja dafür verantwortlich, jeder Einzelne. Das eben dann auch erstens so zu entwickeln, wie das funktioniert, ne? Dass es eben für euch auch passt und zweitens sich auch daran zu halten. So. Und wie das geht und worauf ihr achten müsst, da stehe ich euch natürlich auch als Coach und Ausbilder gerne zur Seite. Ne? Ich glaube, das sollte klar sein. Und dementsprechend können wir das dann halt auch nochmal hier für uns festhalten. Wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich für mein Trading am Tag, in der Woche, im Monat zur Verfügung? Darauf aufbauen, wie viele Trades kann ich überhaupt pro Zeiteinheit eingehen? Will ich meine Gewinne schnell mitnehmen oder kann ich auch Rücksätze aushalten? Eine der wichtigsten Fragen, wenn ihr mich fragt. In diesem Sinne ist auch mein geplanter CRV realistisch und passt meine erzielte Trefferquote zu den Trading-Chancen in meiner gewählten Zeiteinheit. So, und für euch in der Planung, was ist mein konkretes Trading-Ziel im laufenden oder im kommenden Jahr? Mit welcher Strategie kann ich dieses Ziel erreichen? Wie viele Titel muss ich gleichzeitig analysieren, handeln und managen? Wie viele Trades muss ich dazu pro Titel oder insgesamt umsetzen? Welches Instrument passt zu meiner Strategie und zu meiner Kontogröße? Also das, was ihr in der Matrix gesehen habt, das müsst ihr euch dann dementsprechend auch überlegen und auch festlegen. Wie gesagt, ich unterstütze euch gerne. Schaut bei mir vorbei, torero-traders-school.com oder einfach meinen Namen googeln, dann werdet ihr schon über mich stolpern und dann können wir gerne ins Coaching gehen oder halt in eins der Programme dann einsteigen. So, und ich sehe schon hier, der Dirk hat sich schon hier eingeloggt. Mike ist wieder dazu gekommen. Freue mich, euch zu sehen. Von meiner Seite war es das. Wenn ihr noch Fragen habt, ich schaue mal eben hier rein, was da noch so ist. Ansonsten bin ich gerne auch dann dementsprechend per E-Mail noch für euch erreichbar und gebe dann gerne auch ab. Na, hier haben wir nochmal Get Videos Melly, da haben wir nochmal die Daten. Und dann bin ich jetzt auch Wieland raus. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deinen kurzweiligen Vortrag. Es ist extrem spannend für mich zu sehen. Wir zwei hatten ja auch schon nette Unterhaltungen hier, auch für deinen Podcast. Und es ist immer wieder für mich als Händler schön zu sehen, wie so die vielen verschiedenen, sage ich mal, Facetten von verschiedenen Tradern genutzt werden, um das Gleiche zu tun, nämlich an den Märkten zu traden und durch die Bewegungen entsprechend Kapital dem Markt zu entziehen und das eigene Portfolio nach vorne zu bringen. Und dabei hast du auch heute wieder schön gezeigt, ist es, wenn man die richtige Strategie hat, völlig egal, ob ich jetzt ein klassischer Daytrader bin oder jemand bin, der das nebenberuflich macht und neben der Arbeit macht, wenn man die Hausaufgaben richtig macht und einen Plan hat, den du ja augenscheinlich auch heute sehr schön vorgestellt hast, dann kann das klappen, dabei zu bleiben. Ich danke dir, Wieland, für deinen wirklich sehr, sehr tollen Vortrag.